Die Mittagspause ist beendet und ich darf Sie ganz herzlich hier wieder begrüßen bei den Investment and Business Days. Mein Name ist Jens Rabe und die nächsten 60 Minuten werden wir hier gemeinsam verbringen. Das Thema meines Vortrages lautet mit statistischem Vorteil zum Börsenerfolg. Ich habe schon gesagt, mein Name ist Jens Rabe und damit Sie erstmal wissen, mit wem Sie jetzt die nächsten Minuten zu tun haben, möchte ich mich Ihnen ganz kurz vorstellen. Ich bin also, ich habe es ja nochmal aufgeschrieben, Jahrgang 1971, das heißt, ich bin jetzt 44 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, also ein ganz normales Leben führe ich. Ich bin seit jetzt ungefähr knapp 20 Jahren an der Börse. Meinen allerersten Trade habe ich im Jahr 1996 gemacht. Wobei, Trade ist eigentlich übertrieben, denn im Grunde genommen habe ich einfach nur etwas nachgehandelt. Das heißt, zur damaligen Zeit, ich war gerade bei der Bundeswehr, ich hatte die Männer, die hier zuschauen, die ein bisschen älter sind, die vielleicht so in meinem Alter sind, die kennen das ja noch. Damals musste man noch zur Bundeswehr gehen. Und ich hatte natürlich viel Zeit. Was macht man da den ganzen Tag? Man liest, zumindest habe ich das gemacht. Und das war auch der Zeitpunkt, als ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema Börse zu beschäftigen. Und dann ist mir eine Zeitschrift in die Finger gerutscht. Das war damals die Börse Online, gibt es auch heute noch. Und da gab es Rubriken. Auf der linken Seite stand immer drei konservative Tipps. Auf der rechten Seite stand immer drei spekulative Tipps. Und Sie können sich vorstellen, so mit Mitte 20, Anfang 20, was macht man da? Man schaut sich natürlich die spekulativen Tipps an. Und da war einer dabei, da ging es damals um die D-Mark gegen den Dollar, ein Optionsschein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, ob es auf steigende oder fallende Preise der D-Mark gegenüber dem Dollar war. Spielt auch keine Rolle. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es damals überhaupt gewusst hätte. Jedenfalls habe ich mir dann von meinem Wehrsold, ich glaube für 400 D-Mark, diesen Optionsschein gekauft. Habe extra ein Börsenhandelskonto damals eröffnet bei der Deutschen Bank noch. Also musste man da so richtig in die Filiale gehen, musste sagen, was man machen wollte. Und dann habe ich diesen Optionsschein verkauft und immer freitags, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich mir die Börse online genommen und habe im Kursteil nachgeschaut, was ist denn jetzt dieser Optionsschein wert. Und wie es halt am Anfang immer ist, das hat sich natürlich super entwickelt. Das heißt, so nach 4, 5 Wochen war ich etwa 70% im Plus und dann habe ich natürlich das Ganze verkauft, habe meinen Gewinn mitgenommen und von da an hatte mich die Börse im Grunde genommen in ihrem Griff und hat mich seither auch nicht wieder losgelassen. Vielleicht kann es der ein oder andere nachvollziehen. Ich habe natürlich damals dann angefangen und habe mich so ein bisschen reich gerechnet. Also ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, wenn du jetzt in 4 Wochen mit so einem Tipp 70% Gewinn gemacht hast, dann rechne dir doch das mal aus, wie viel wird denn daraus werden. Und da habe ich natürlich in meiner Milchmädchenrechnung sehr schnell festgestellt, dass man ja an der Börse scheinbar ohne viel Arbeit, ohne viel Mühe eine Menge Geld verdienen kann. Es kam natürlich, wie es kommen musste. Es war die goldene Zeit. Wir hatten den neuen Markt damals hier in Deutschland. Wir hatten die amerikanischen Internetaktien. Im Grunde genommen konnte man ja alles kaufen, was man kaufen wollte. Alles ist gestiegen und ich habe bis ins Jahr 2000 hinein sehr, sehr viel Geld verdient, zumindest für die damaligen Verhältnisse. Und dann kam aber natürlich der große Wendepunkt. Ich war davon überzeugt, die Märkte würden jetzt immer weiter nach oben gehen. Und vom Jahr 2000 an, dann bis ins Jahr 2002, habe ich alles, was ich in den 4 Jahren zuvor verdient hatte, komplett wieder verloren. Das heißt, ich war wieder da, wo ich angefangen hatte. Aber auch da hat mich die Börse nicht losgelassen und ich habe dann weitergemacht. Das heißt, ich habe dann ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe Aktien gehandelt, ich habe Neuemissionen gehandelt, Zertifikate, Optionsscheine. Irgendwann bin ich zu den Futures gekommen. Das war etwas, na klar, am Anfang sagt man auch, wenn man mit Aktien Geld verliert, das liegt an diesen schlechten Aktiengesellschaften. Und dann sagt man sich, wenn man jetzt Rohstoffe handelt, Gold kann nie auf Null fallen, Öl auch nicht, da kann einem so etwas nicht passieren. Und deswegen bin ich zu den Futures gekommen und als dann so mit Beginn der 2000er Jahre, also so ab 4, 5 etwa, dieser Rohstoffboom einsetzte,
Wurden mir einfach dann die Futures zu teuer. Das heißt, man hatte dann plötzlich Tagesschwankungen, die ich mit meinem damaligen Konto nicht mehr in Einklang bringen konnte. Und dann bin ich zu den Optionen gewechselt. Und da bin ich bis heute geblieben. Also ich bin ein Optionshändler, keine Optionsscheine, sondern ich handle tatsächlich reinweg nur Optionen. Und das macht ungefähr 95% meines Handels aus. Ich war zur damaligen Zeit, das wird man heute im Vortrag sogar noch mal wiedererkennen, bei einer Versicherungsgesellschaft tätig, besser gesagt bei einem Versicherungsmakler. Und deswegen habe ich so diesen Versicherungs-Background heute immer noch. Und ich habe mich dann vor jetzt 9 Jahren selbstständig gemacht als Händler. Das heißt, ich habe gesagt, okay, mittlerweile lief es dann so gut, dass ich regelmäßig profitabel war. Zwar immer noch mit hohen Schwankungen, aber ich war profitabel. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuch das jetzt einfach mal, ob du als Händler davon leben kannst. Und das habe ich getan und bin es bis heute noch. Ich habe eine Firma, die ein Handelsbüro, wo wir also unser eigenes Geld verwalten, wo wir aber auch Ausbildung machen. Und ich habe, das will ich Ihnen ganz kurz noch mit zeigen, 2011 mir quasi selber zu meinem 40. Geburtstag ein Buch geschenkt, denn ich habe ein Buch geschrieben, Optionsstrategien für die Praxis. Gibt es mittlerweile in der 3. Auflage, das heißt, für so ein spezielles Thema bin ich doch recht zufrieden. Und in dem Buch, das hat einen Zusatztitel, nämlich so sichern Sie sich ein regelmäßiges Einkommen an der Börse. Und das ist eigentlich alles, worum es sich in meinem Trading dreht. Das heißt, ich bin natürlich wie jeder interessiert, dass mein Konto größer wird, aber ich möchte das eben auf einer relativ regelmäßigen Basis haben. Das heißt, ich möchte nicht die ganz großen Schwankungen haben, 100% nach oben wieder von diesen 100% wieder die Hälfte verlieren und dann wieder nach oben, sondern ich möchte eine relativ stabile Entwicklung haben. Und es gibt bei uns einen Spruch und der heißt, wir traden nicht für den Jackpot, sondern für das regelmäßige Einkommen. Und meine Vorträge, heute habe ich ja dann nachdem noch einen, auch morgen noch mal zwei, werden sich immer um dieses Thema drehen, nämlich wie kann man regelmäßig, kontinuierlich, konstant Geld an der Börse verdienen. Und eines der Themen ist natürlich, dass man sagt, okay, wie kann man denn das mit eventuell einem statistischen Vorteil machen? Und es ist natürlich so eine Sache, ich habe jetzt in den letzten Tagen auch hier die Vorträge meiner Kollegen sehr, sehr aufmerksam verfolgt, habe mir verschiedene Dinge angeschaut, war ja sehr spannend. Und es gibt den einen oder anderen, der tatsächlich auch über dieses Thema Vorteil spricht, sei es jetzt statistisch oder anders. Es gibt aber auch ganz viele, die im Grunde genommen nur, und das soll jetzt überhaupt keine Kritik sein, aber nur eine Technik erklären. Also wann musst du kaufen, wann musst du verkaufen, was ist das beste Instrument und so weiter. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an meine Anfangszeiten, denn da war ich auch so mehr so auf der Jagd nach dem, nennen wir es mal, dem heiligen Gral. Das heißt, ich habe immer geschaut, gibt es denn da diesen einen Superindikator, gibt es da den super heißen Tipp, das besondere Buch, was man lesen muss oder irgendetwas. Ich habe es bis heute nicht gefunden. Aber ich hatte dann das große Glück, dass ich vor etwa 8 Jahren für eine längere Zeit in Amerika sein durfte, und zwar in Chicago an der Börse. Und ich habe da sehr, sehr viele Händler kennengelernt, konnte bei denen Ausbildungen machen, konnte bei denen am Parkett in Chicago mithandeln. Also ich war an der CME, der weltgrößten Future-Börse. Ich war an der CBOE, die weltgrößte Optionsbörse. Und da habe ich so ein bisschen mein Basishandwerk gelernt, also alles das, was ich heute auch noch nutze, hatte sehr gute Mentoren, sehr gute Coaches, die mich dabei unterstützt haben. Und was die Amerikaner mir damals immer gesagt haben, und ich habe das am Anfang zwar begriffen, die Notwendigkeit, aber ich habe es noch nicht so richtig verinnerlicht gehabt, war, dass die immer gesagt haben, du brauchst einen Edge. Edge, ja, aus dem amerikanischen Vorteil. Und das war immer so das, wo jeder mir gesagt hat, egal ob es ein Weizenhändler war oder ob es ein Optionshändler an der CBOE war, die haben alle gesagt, was hast du denn für einen Vorteil? Das heißt, gute Coaches, wie sie waren, gute Mentoren, natürlich auch gute Verkäufer, so sind die Amerikaner, die haben immer gefragt, warum verdienst du denn Geld an der Börse oder warum verlierst du denn Geld an der Börse? Erklär mir doch mal, wenn du so einen Trade gemacht hast, was denn dein Vorteil in diesem Trade war. Und am Anfang habe ich überlegt und habe gesagt,
Was meint er denn jetzt mit Vorteil? Warum brauche ich denn einen Vorteil? Es genügt doch einfach, wenn ich Geld verdiene. Ich habe dann aber im Laufe der Zeit begriffen, dass es durchaus eine Reihe von Vorteilen gibt, die es an der Börse oder die unterschiedliche Marktteilnehmer an der Börse haben und dass wir auch so einen Vorteil brauchen. Und deswegen ist das Ganze heute auch hier so aufgebaut, dass wir sagen, okay, warum brauchen wir überhaupt einen Vorteil? Dann was sind Vorteile bzw. auch Nachteile von uns privaten Händlern an der Börse? Weil auch wenn ich das mittlerweile als Beruf mache, bin ich natürlich trotzdem ein privater Trader. Das heißt, ich bin kein Institutioneller, ich bin kein Vermögensverwalter, ich verfüge nicht über Hunderte von Millionen Dollar, darüber sprechen wir gleich noch. Und was können wir denn als Vorteile nutzen und was sind denn für uns Nachteile? Wir sprechen dann über statistische Vorteile, wie man diese nutzen kann und ich werde Ihnen einfach mal ein paar Beispiele geben. Ganz, ganz simple Dinge, die wir als Händler nutzen können. Die ersten Beispiele haben überhaupt noch nichts mit dem Thema Optionen zu tun. Das letztere Beispiel hat dann explizit mit Optionen zu tun und wie man das Ganze auch entsprechend in der Praxis umsetzen kann. So, Vorteil. Was ist überhaupt ein Vorteil? Jeder von uns benutzt dieses Wort und sagt, ja, wir brauchen einen Vorteil. Aber was ist denn eigentlich so ein Vorteil? Ich habe in Vorbereitung auf diesen Vortrag mal einfach ein bisschen bei mir im Büro rumgefragt und gesagt, Mensch, erklär mir doch mal Vorteil. Und nun kann das jeder erklären oder kann jeder mit ausschweifenden Worten das erklären. Aber um es wirklich auf den Punkt zu bringen, habe ich hier bei Wikipedia eine sehr schöne Erklärung gefunden. Und die lautet da, Vorteil. Etwas, das jemanden oder einer Sache zuträglich ist oder einen größeren Nutzen bringt. Und das ist natürlich, wenn wir das mal aufs Trading beziehen, genau das, was wir suchen. Das heißt, wir brauchen einen Vorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern. Weil wenn wir keinen Vorteil denen gegenüber hätten, wie wollen wir dann Geld gewinnen? Wir wissen doch, dass an der Börse letztendlich Geld nur umverteilt wird. Wir erschaffen kein Geld. So, das machen Notenbanken, aber wir erschaffen kein Geld. Wir sind so gesehen auch nicht produktiv, das wirft man uns ja auch manchmal vor, aber wir erschaffen ja nichts. Das heißt, wenn ich heute Geld gewinne, dann muss es ein anderer verlieren. Und wenn wir jetzt nicht an das Zufallsprinzip glauben, also sagen, okay, was ich heute gewinne, das war Glück und morgen verliere ich es wieder, das ist halt Pech, sondern wenn ich dauerhaft an den Börsen Geld verdienen möchte, dann brauche ich eben einen Vorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier keinen Vorteil, wie soll es mir denn dann gelingen, den anderen, ich sage es jetzt mal ganz krass, Geld wegzunehmen? Ja, warum soll deren Geld auf mein Konto wandern? Warum sollen sie an der Börse Geld verdienen, wenn sie gegenüber ihren Mitbewerbern, jeder Trader, der da draußen ist und auf dem Knopf drückt, ist ihr Mitbewerber. Warum oder wie soll sie da Geld verdienen, wenn sie keinen Vorteil haben? So, schauen wir uns mal an, Fiktion versus Realität. Was ist denn das Ziel aller? Wenn Sie hier heute zuschauen, was ist Ihr Ziel? Ziel, und das ist auch mein Ziel, und ich glaube, das ist auch ganz normal, Ziel eines jeden Traders, eines jeden Händlers ist es doch, Gewinn zu machen. Ich glaube, niemand geht an die Börse, weil er sagt, ich möchte keine Gewinne machen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir müssen schon den Wunsch haben, Gewinne zu machen, sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen weiterspinnen, dann müssen wir sogar sagen, wir wollen eigentlich nicht nur Gewinne machen, sondern wir wollen auch den Markt schlagen. Den Markt schlagen, wir nehmen uns jetzt mal hier den Aktienmarkt her. Wenn wir also sagen, okay, der Aktienmarkt bringt im Jahr vielleicht auf lange Sicht betrachtet 8% im Jahr. Das heißt, wenn wir heute eine ganz simple Buy-and-Hold-Strategie fahren würden, wir nehmen heute unser Geld, egal wie viel wir haben, investieren das in ein passives Aktieninvestment, dann werden wir langfristig betrachtet eben wahrscheinlich genau diese 8% erzielen. Nun hat das ja aber nichts mit Trading zu tun, denn wenn ich nicht in der Lage bin, mehr als diese 8% am Markt zu erzielen, warum sollte ich denn dann überhaupt traden? Das heißt, wenn es mein Ziel ist, 5% im Jahr zu erwirtschaften, warum gehe ich dann an die Märkte? Das macht der Markt ja von ganz allein. Das heißt, es muss schon mein Ziel auch sein, dass ich mehr Gewinn mache als der Markt im Schnitt. So,
Das ist das Ziel oder beziehungsweise die Fiktion, was viele haben. Aber wie schaut es denn in der Realität aus? Fakt ist, und ich war überrascht, als ich am Dienstag hier einen Vortrag eines Kollegen von einem Broker gehört habe, von einem Forex-Broker, der diese Zahlen nochmal aus eigener Sicht heraus bestätigt hat, weil man denkt ja immer so, ja, die Broker, die halten das so ein bisschen hinter dem Berg, aber nein, der hat das hier ganz offen gesagt. Und es ist eigentlich auch unter Berufstradern ein offenes Geheimnis, dass 90% aller Neueinsteiger in den ersten 6 Monaten ihr Konto, naja, sagen wir mal so, sie verlieren einen Großteil. Sie gehen jetzt nicht unbedingt pleite, aber wenn sie jetzt beispielsweise 10.000 Euro ein Konto irgendwo eröffnen, dann haben 90%, das ist statistisch nachgewiesen, haben nach 6 Monaten deutlich weniger als diese 10.000. Das heißt, wir reden dann nicht, dass die noch 9.500 haben oder 9.000, nein, wir reden dann darüber, dass die nur noch 2.000 Euro haben oder 3.000 Euro. Das passiert 90% aller Trader. Es gibt eine Untersuchung der französischen Finanzaufsicht, die das über mehrere Jahre gemacht hat, die also Konten untersucht hat. Und ich glaube, so eine Finanzaufsicht, die ist da über jeden Zweifel erhaben, weil die haben keinerlei Marketinggründe, da irgendetwas dagegen zu haben. Und die haben das ganz klar belegt. 90% aller privaten Neueinsteiger verlieren an der Börse. So, damit aber nicht genug. Diejenigen, die dabei bleiben, die länger als diese 6 Monate dabei sind, von denen verlieren auch wieder 80-90%. Nehmen wir das gute alte Pareto-Prinzip, 80% verlieren, nur 20% verdienen Geld. Und das ist übrigens, da sind wir hier an der Börse nicht die Einzigen, das ist bei Immobilienanlegern übrigens ganz genauso. Auch da ist es so, wahrscheinlich, wenn man Restaurantbetreiber nehmen würde, wäre das Bild auch nicht anders. Aber an sich sind das ja schon erschreckende Zahlen, wenn wir bedenken, dass wir uns hier in ein Feld begeben, wo wir unser Geld investieren, wo wir eigentlich ein hohes Ziel haben. Und die Realität sieht dann aber ganz, ganz anders aus. Und da müssen wir uns doch fragen, warum ist denn das so? Weil nur wenn wir erkennen, warum das so ist, können wir ja versuchen, etwas anderes zu machen. Wenn wir diese Frage gar nicht stellen, wenn wir sagen, okay, keine Ahnung, das ist halt so, wir nehmen das mal hin, wir machen mal einfach, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass auch wir zu den 90% gehören werden. Und das wollen wir ja auf jeden Fall vermeiden. So. Thema, und das ist nochmal hier Vorteil, kann uns vielleicht ein Vorteil helfen. Also haben vielleicht diese 10%, die ihr Geld nicht verlieren in den ersten 6 Monaten, haben diese 10-20%, die dauerhaft an den Börsen Geld verdienen, von denen sind übrigens wieder nur ein ganz kleiner Prozentsatz, der eine Überrendite macht, aber es wäre ja schon gut, zu den 10% zu gehören, die wenigstens an der Börse Geld verdienen, haben die so einen Vorteil. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann kommt man eigentlich relativ schnell darauf, dass es gewisse Vorteile gibt, die relativ schnell zu erkennen sind. Fangen wir an mit einem ganz, ganz wichtigen Vorteil, nämlich Geld. Je mehr Sie Geld haben, umso besser ist es an der Börse. Das ist im Leben auch besser, aber auch speziell an der Börse. Je mehr Sie Geld haben, das ist definitiv ein Vorteil, weil gerade kleinkapitalisierte Trader, das heißt jeder, der, weil er einfach nicht mehr Geld hat, mit 1.000, 2.000, 5.000 Euro ein Konto eröffnen muss, der hat wahnsinnig große Nachteile, weil nämlich dann zum Beispiel die ganzen Gebühren, die überall anfallen, viel mehr Gewicht haben als in einem großen Konto, weil er viel weniger Möglichkeiten hat, weil er eben das Stichwort Diversifikation, weil er das eben gar nicht so anwenden kann. Zweiter Punkt, Vorteil, Wissen, normales Know-how, wie man auch so schön sagt. Ich frage Sie, ist es ein Vorteil, wenn man mehr weiß als die anderen? Und da meine ich jetzt nicht Insiderwissen, sondern ganz legales Wissen. Wenn Sie jemanden nehmen, der ganz neu ist, was wird er über Börse wissen? Noch nicht allzu viel. Nehmen Sie dagegen einen alten Hasen, der seit 20 Jahren dabei ist, erfolgreich, wird der mehr wissen? Definitiv. Das heißt, Wissen ist ein absoluter Vorteil. Wir könnten auch sagen, Erfahrungen sind ein großer Vorteil. Wir haben heute ist der 10. September, es ist ja noch gar nicht lange her, gerade einmal 14 Tage und wir hatten einen der größten oder heftigsten Einbrüche an den Börsen seit vielen, vielen Jahren. Nun war das zum Beispiel für mich jetzt gar nicht so wahnsinnig überraschend,
Und ich habe auch an dem Tag keinerlei Kopfschmerzen gehabt, ganz im Gegenteil. Aber für viele, die ganz neu dabei sind, war das natürlich was Wahnsinniges, Überraschendes. So etwas haben sie noch nie erlebt. Und das ist eben das Stichwort Erfahrung. Wenn sie das zwei, dreimal erlebt haben, dann verliert so etwas Extremes einen Schrecken. Im Gegenteil, sie können es nutzen. Wenn sie es zum ersten Mal verlieren, ist das, das erste Mal erleben, ist das natürlich eine Katastrophe. Und der dritte Punkt, den ich als Vorteil an der Börse sehen würde oder was man prinzipiell als Vorteil sehen kann, ist natürlich Technologie. Und da meine ich jetzt nicht den Superindikator ABC und den Superoszillator XYZ, nein, sondern einfach Technologie, das heißt Zugänge zu Märkten, Information, Datenverarbeitung. Heute ein ganz großes Thema High-Frequency-Trading, was uns Kleinen das Leben doch schwer macht. Das ist halt der Vorteil, den dann auch, den es auf jeden Fall gibt. Das heißt, wer eine bessere Technologie hat als der andere, der hat definitiv heutzutage in unserer computergesteuerten Trading-Welt einen riesen oder technologiegesteuerten Trading-Welt einen riesen Vorteil. So, jetzt ist allerdings die Frage, welchen dieser drei Vorteile, die es ja gibt, können wir denn als private Trader überhaupt nutzen? Und da können wir das einfach nochmal durchgehen. Können wir, wenn wir wissen, dass mehr Geld besser ist als weniger Geld, dann ist es zwar schön, das zu wissen, aber können wir es nutzen? Eigentlich nicht. Weil, wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, dass ein 500.000-Euro-Konto leichter zu handeln ist als ein 5.000-Euro-Konto, dann ist das zwar schön, wenn ich aber eben nur 5.000 Euro habe, dann nützt mir das nichts. Das heißt, dieser Vorteil, den können wir als Private zur Seite schieben. Den haben die großen Institutionellen, den haben die Kapitalsammelstellen. Wir haben den nicht. Das heißt, wir müssen uns auch gar nicht mit dem beschäftigen. Natürlich wäre es schön, mehr Geld zu haben, aber wo wollen wir es hernehmen? Also lassen wir das. Nehmen wir das Letzte noch, Technologie. Können wir bessere Technologie haben als andere Marktteilnehmer? Auch hier glaube ich, das ist extrem schwierig. Und da rede ich jetzt nicht davon, ob wir hier einen besseren Laptop haben als ein anderer, sondern wenn Sie bedenken, es gibt an den Börsen, habe ich schon erwähnt, dieses Thema Hochfrequenzhandel, High-Frequency-Trading, wo Hedgefonds Millionen von Dollar bezahlen, damit sie einen halben Meter näher an die Surfer der Börsen kommen. So ein Hedgefonds, wenn der heute, man stellt sich das ja immer vor, wenn das heißt, ein Hedgefonds hat 1000 Mitarbeiter, da denkt man ja, das sind 1000 Händler. In der Realität sind das vielleicht 50 Händler, 50 Verkäufer, 50 Mann Backoffice und, wenn ich es richtig gerechnet habe, 850 Programmierer. Das sind die Jungs, die im Hintergrund die Programme schreiben. Die bringen den Vorteil. Die stellen ja heute hauptsächlich Mathematiker, Physiker und so weiter ein, diese Hedgefonds. Das heißt aber, kann ich mit denen konkurrieren als Privater? Definitiv nicht. Das heißt, auch darüber muss ich mir einfach keine Gedanken machen, weil es wäre schön, aber was nicht ist, das ist halt nicht. Bleibt uns im Grunde genommen als Letztes nur noch das Wissen. So, und das Wissen ist das Einzige, was wir uns zunutze machen können. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wer sind unsere Gegner hier. Wenn wir glauben, dass wir dieses Wissen, was wir brauchen, wenn wir es damit schaffen, die großen Jungs zu schlagen, die Wall Street, die Jungs in Chicago, in London, in Genf, dann sind wir auf dem falschen Dampfer unterwegs. Die können wir nicht schlagen. Aber wir können, wenn wir besseres Wissen haben, die ganzen Privaten schlagen. Das heißt, die großen Verlierer an den Börsen sind. Und das ist der Weg, wie wir an den Börsen Geld verdienen können. So, und nun gibt es bei diesem Wissen eine Menge statistisches Wissen. Wenn man das einmal erkannt hat und wenn man es versteht, das ist ganz, ganz wichtig, dann können wir das anwenden und dann können wir Geld an den Börsen verdienen. Also statistisches Wissen ist nicht nur so wichtig, dass man mal etwas gehört hat, sondern man muss es auch verstehen, warum ist es denn so. Denn wenn Sie etwas handeln, wir werden dann gleich auf die Strategien kommen, dann werden Sie sehen, okay, es gibt Dinge, die funktionieren an der Börse. Das ist einfach so. Relativ simple Dinge, die funktionieren an der Börse. Wenn Sie aber nicht verstehen, warum die funktionieren, dann wird Folgendes passieren. Irgendwann, über kurz oder lang, wahrscheinlich eher über kurz, wird natürlich trotz einer statistischen Wahrscheinlichkeit, wird es zu Minustrades kommen.
Und wenn sie dann nicht verstehen, dass sie trotzdem das Richtige tun, wenn sie nicht verstehen, warum sie das, was sie getan haben, tun, dann werden sie von ihrem Handel abweichen, wieder was Neues suchen und damit niemals auf die Gewinnerstraße kommen. Das heißt, statistische Vorteile gibt es, aber wir müssen diese kennen und anwenden können und verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. So, fangen wir mal mit was ganz Simplen an. Was jeder weiß, wir haben es gerade jetzt hier noch im Vorfeld darüber unterhalten, jeder weiß, wenn er langfristig sein Geld an den Aktienmärkten investiert, wird er im Schnitt, ich habe es schon erwähnt, zum Beispiel 8% ungefähr erzielen. So, egal was der Markt macht, also ob er zwischendurch, man sieht das hier ja ganz schön, ob er zwischendurch mal einbricht, das wird man sehen. Entschuldigung, das wird man diese 8% verdienen. So, und jetzt ist es ganz einfach so, warum ist das so? Warum wird man langfristig an den Börsen Geld verdienen? Das liegt natürlich einfach daran, dass unser System, der Kapitalismus, das Ganze unterstützt. Warum? Was ist denn die Börse? Die Börse ist doch nur eine Ansammlung von Unternehmen, die wachsen, die wettbewerbsfähig sind. Und jedes Unternehmen, was nicht mehr wettbewerbsfähig ist, wird über kurz oder lang von den Börsen verschwinden und durch andere neue innovative Firmen ersetzt werden. Als ich angefangen habe mit der Börse, da gab es noch keine Amazon, da gab es noch keine Google, da gab es noch kein Facebook, da gab es noch keine Tesla. So, heute gibt es die alle. Aber damals gab es eben Firmen, die jetzt mittlerweile verschwunden sind. Wer hat heute noch einen Commodore-Computer? Niemand. Ne? Also vielleicht aus Sammelgründen, aber sonst ist das eben weg. Und deswegen müssen die Börsen, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, trotz aller Krisen, trotz aller Crashs und so weiter, die Börsen müssen langfristig steigen. Das heißt, sie müssen nicht jeden Tag steigen, aber langfristig müssen sie steigen, weil alle nicht innovativen Firmen, keine Wachstumsfirmen, die werden über kurz oder lang von der Börse verschwinden und durch andere Unternehmen ersetzt werden. Das heißt, nicht jede Aktie muss dauerhaft steigen, das sehen wir immer wieder. Aber die Börse als Gesamtes, die Indizes, die müssen steigen. Und deswegen ist es relativ einfach zu sagen, dass wenn man heute sein Geld an den Börsen investiert, wird man in 30 Jahren mehr Geld haben. Es sei denn, unser ganzes System, den Kapitalismus, gibt es nicht mehr. Wenn dem so ist, okay, dann spielt es auch keine Rolle mehr, wo man es investiert hat. Aber wenn das so ist, dann werden wir Geld verdienen. Jetzt ist das natürlich für uns Trader ein bisschen langweilig. Ne? Geld investieren, 30 Jahre warten, dann wird es mehr. Also können wir das verbessern. Machen wir was ganz Einfaches. Sie sehen hier am Chart den S&P 500. Und der S&P 500, 500 der größten amerikanischen Aktiengesellschaften drin, weltweit aktiv, jede große Firma, die irgendetwas macht, ist im S&P 500 enthalten oder fast alle. Und Sie sehen hier eine kleine grüne Linie und das ist die 200-Tage-Linie. Das sind zwar jetzt hier Monatsbars, das heißt jede Candle, die Sie hier sehen, steht für einen Monat, aber diese Linie darunter, das ist der ganz normale 200er-Tage-Durchschnitt. Also etwas ganz, ganz, ganz Simples. Und wenn man jetzt hergehen würde und würde sagen, okay, ich mache Folgendes, ich kaufe immer nur dann Aktien oder ich bin immer nur long im Markt, wenn die Märkte über ihrem 200er-Durchschnitt sind und ich bin immer aus dem Markt raus, wenn sie nicht darunter sind und ich habe wieder den gleichen langfristigen Blick, dann weiß ich, dass ich damit Geld verdienen werde. Und zwar wahrscheinlich noch ein bisschen besser, noch ein bisschen mehr, als wenn ich einfach nur blind im Markt wäre. Weil wir sehen nämlich hier, dass wir zum Beispiel aktuell, wir haben das in den letzten, im letzten Monat im August ja unterboten. Das heißt, da wäre man ausgestiegen aus dem Markt. Und dann wäre man jetzt aktuell nicht drin. Das heißt, diese momentane Abstiegsphase, da wäre man gar nicht dabei. So, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Sie machen es einfach mal zu Hause. Nehmen Sie sich so einen großen Index her, den S&P oder sonst irgendwas. Und Sie werden sehen, dass Sie es zwar nie schaffen, die ganz oben am Top auszusteigen oder ganz am Tief einzusteigen, aber Sie werden immer die guten Phasen an der Börse mitnehmen und die extrem schlechten Phasen, die werden Sie immer vermeiden. Das ist ein ganz klarer statistischer Nutzen, den man nutzen oder den man anwenden könnte. Wir verfeinern es mal noch ein bisschen. Und zwar, indem wir Folgendes sagen. Es gibt eine ganz einfache saisonale Statistik, die ist geprüft auf seit über 100 Jahren und die funktioniert. Nämlich gibt es sogar so einen Spruch,
Sie kennen das Sell in May and Go Away. Und wenn man das Ganze sich mal im Detail anschaut, dann gibt es eine einfache Strategie, nämlich wenn man sagen würde, man kauft immer zum 1. Oktober eines Jahres, kauft man Aktien und behält die einfach immer bis zum 1. Mai eines darauffolgenden Jahres. Dann verdient man an der Börse mindestens 9%. So. Es gibt keinen einzigen 10-Jahres-Abschnitt, wenn Sie das rückrechnen. Sie können das auf den DAX machen, Sie können das auf den S&P machen, auf den Dow Jones, auf alles. Es gibt keinen einzigen 10-Jahres-Abschnitt, wo Sie damit Geld verloren hätten. Keinen einzigen. Das heißt, es gab mal Abschnitte, 10 Jahre, also wenn man jetzt sagt, was weiß ich, 2005 bis 2015 oder 2004 bis 2014, nehmen Sie irgendeinen, überprüfen Sie das. Ganz wichtiger Tipp übrigens, alles, was ich Ihnen hier heute erzähle, was Ihnen jeder Referent hier erzählt, nehmen Sie das als Anregung, nehmen Sie es nicht als bare Münze, überprüfen Sie es. Auch das hat was mit Wissen dann zu tun, mit Vorteil. Und wenn wir jetzt einfach hergehen würden und würden sagen, okay, wir nutzen einfach dieses statistische Muster, dieses saisonale Muster, wir kaufen immer am 1. Oktober, verkaufen immer im Mai und jetzt nehmen wir noch diesen einfachen 200er gleitenden Durchschnitt dazu, dann werden Sie sehen, wie sich Ihre Ergebnisse dramatisch verbessern würden. Das heißt also, wie Sie tatsächlich den Markt schlagen würden. Und Sie sehen jetzt hier auf diesem Chart ja nur die letzten guten Jahre. Und da sehen Sie, dass wir beispielsweise hier im Jahr 2011, das ist also gleich vorne das links, das allererste, der allererste gelbe Block, hätte super funktioniert. 2012 wäre man ein bisschen später eingestiegen, nämlich erst dann, wenn wir über die 200-Tage-Linie gegangen wären. 2013, man wäre eingestiegen, mal kurz ausgestiegen, wieder eingestiegen, hätte aber funktioniert. 2014 hätte es funktioniert. 2015 wäre man etwas später eingestiegen, nämlich nicht am 1. Oktober, sondern ungefähr 4 Wochen später und wäre dieses Jahr am 1. Mai ausgestiegen. Hätte super funktioniert, also das heißt letztes Jahr im Ende Oktober eingestiegen, dieses Jahr am 1. Mai ausgestiegen, hätte super funktioniert. Und jetzt gehen wir einfach mal zurück, weil kann man sagen, naja klar, die letzten Jahre ging es ja auch nur nach oben. Aber schauen Sie sich das an. Jetzt gab es ja auch Jahre, wo das nicht funktioniert hätte, zum Beispiel eben die Jahre 2008 und 2009, großer Crash an den Märkten. Und wenn Sie eben jetzt gesagt hätten, okay, ich kombiniere die grundsätzliche Idee, dass Aktien langfristig steigen, das heißt, ich muss Aktien kaufen, die grundsätzliche Idee, dass es besser ist, Aktien zu kaufen, wenn sie über ihrer 200er-Tage-Linie sind und drittens den statistischen oder den saisonalen, das saisonale Muster, dass es Sinn macht, Aktien zwischen dem 1. Mai, Entschuldigung, zwischen dem 1. Oktober und dem 1. Mai des darauffolgenden Jahres zu halten, dann hätten Sie eben im Jahr 2010 einen schönen Gewinn erzielt. Im Jahr 2009 in der Crash-Phase Lehman Brothers, Sie wären nicht mal im Markt gewesen. So, im Jahr 2008, Sie wären gar nicht im Markt gewesen. 2007 wären Sie wieder drin gewesen, 2006 wären Sie auch wieder drin gewesen. Machen Sie das mal, gehen Sie mal einfach in den Chartprogramm, es gibt ja heute überall kostenfreie Charts, wo Sie sich das anschauen können. Gehen Sie mal in die Vergangenheit, fahren Sie mal 30 Jahre zurück, prüfen Sie das nach. Sie werden sehen, was Sie dafür mit diesen wirklich simplen Methoden, was Sie dafür Geld verdienen könnten. Das heißt, da schlagen Sie den Markt und Sie machen Gewinne. Na gut, es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Trading, ne? Also es sieht nicht so toll aus, wie 100 Mal am Tag da drücken. Aber letztendlich, warum machen wir das? Wir wollen doch Geld verdienen. So. Das heißt, es gibt eine Menge statistische Vorteile oder Gegebenheiten an den Märkten. Man muss diese kennen und verstehen. Und wenn man die kennt und wenn man sie verstanden hat, dann hat man drei entscheidende Vorteile. Nummer eins, man erzielt Gewinne. Das ist das, was wir gesagt haben. Nummer zwei, man kann den Markt schlagen. Ganz, ganz entscheidender Punkt. Die allerwenigsten, selbst professionelle, institutionelle Anleger schlagen den Markt nicht. Das hat zwar oftmals andere Gründe, Stichwort Gebühren und so weiter, aber den Markt schlagen, das muss doch unser Ziel sein, sonst brauche ich das ja nicht zu tun. Und damit schaffen Sie das Ganze. Und jetzt kommt der dritte Punkt, und das ist für mich der entscheidende Punkt, nämlich Sie machen etwas systematisch und wiederholbar. Wenn wir heute lesen, dass irgendjemand vor 15 Jahren 1000 Apple-Aktien gekauft hat und hat sie vergessen und hat sie jetzt letztes Jahr mal wieder gefunden in seinem Kontoauszug, nachdem er festgestellt hat,
dass er plötzlich 80 Millionen auf dem Konto hat oder 200, dann ist das eine schöne Story, aber kann man das reproduzieren? Kann man das nochmal machen? Was können Sie daraus lernen? Sie können überhaupt nichts lernen. Ne? Das heißt, wir haben nichts davon, von solchen Glücksgeschichten. Wenn wir im Trading Erfolg haben wollen, dann müssen wir immer wieder das Gleiche tun. Es muss natürlich positiven Erwartungswert haben, es muss funktionieren, aber es muss vor allen Dingen reproduzierbar sein. Wir müssen systematisch agieren können. Immer wieder das Gleiche machen, immer wieder das Gleiche machen. Nur so verdient man an der Börse Geld. Wenn Sie sich Leute anschauen, wer ist unser allergrößtes Vorbild? Natürlich Warren Buffett, auch wenn es die Trader nicht gern zugeben, aber alle, wir hätten gern so viel Geld wie er, obwohl er ja so ein langweiliger Investor ist. Ne? Aber was macht denn der? Der macht doch auch immer wieder das Gleiche. Die Firmennamen ändern sich, die er kauft. Aber von seiner Vorgehensweise her ist er doch deswegen so erfolgreich, weil er seit, wie lange, ich weiß nicht, 50, 60 Jahren immer wieder das Gleiche tut. Und das muss auch unser Ziel sein, einen Weg für uns persönlich zu finden, der funktioniert und dass wir dann sagen, so, und das machen wir immer wieder und immer wieder und immer wieder und so akkumulieren wir letztendlich Geld, so werden wir Geld an den Börsen verdienen, Gewinne machen, den Markt schlagen und eben auch jeden Rückschlag, den wir mal haben werden, weil auch der wird kommen, das ist ganz normal, dass wir in dem dann ganz einfach weitermachen können. So. Jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, ich handle Optionen und jetzt möchte ich Ihnen natürlich noch was zeigen, wie man mit Hilfe von Optionen so einen statistischen Vorteil nutzen kann. Jetzt weiß ich, dass einige zuschauen, die schon mit Optionen handeln. Ich weiß aber auch, dass sehr viele von Ihnen noch nie mit einer Option gehandelt haben. Und deswegen möchte ich Ihnen ganz kurz am Anfang eine kleine Einführung geben in das Thema Optionen. Was sind Optionen? Keine Angst, wir gehen jetzt nicht zu tief in die Materie hinein. Wir sind ja hier in Frankfurt an der Universität. Das heißt, wir könnten das Ganze jetzt sehr akademisch machen. Das werden wir nicht tun, sondern ich werde es versuchen, Ihnen wirklich mit einfachen Worten rüberzubringen. Alle, die sich schon mit Optionen auskennen, die mögen mir das verzeihen. Aber ich glaube, es gibt mehr Zuschauer, die noch nie mit Optionen gehandelt haben, als welche, die mit Optionen gehandelt haben. Das heißt, ich werde Ihnen kurz erklären, was sind Optionen? Was sind die Charakteristika von diesen Optionen und wie kann man das nutzen? Denn Optionen haben einen entscheidenden Vorteil. Sie beinhalten nämlich, wenn man auf der richtigen Seite steht, einen statistischen Vorteil. Wenn Sie diesen kennen und wenn Sie den verstanden haben, dann können Sie damit die Märkte schlagen, Sie können Gewinne machen und Sie können es, das war dieser dritte Punkt, Sie können es reproduzierbar machen. So, was sind Optionen? Wenn Sie das jemand fragt, sagen Sie ab sofort immer, Optionen sind Versicherungen, weil etwas anderes ist es nicht. Optionen gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten jetzt mittlerweile. Also, naja gut, in der aktuellen Finanzwelt vielleicht so seit 35 Jahren etwa, aber schon in früheren Jahrhunderten wurden Optionen gehandelt. Und Optionen sind nichts anderes als Versicherungsinstrumente gegen steigende oder fallende Preise. Und wir nutzen heute mal als Beispiel hier die Aktienmärkte, weil an den Aktienmärkten lässt sich das Ganze eigentlich relativ einfach und schön erklären. So, und zwar, Sie sehen hier nochmal den S&P 500, jetzt in dem Fall ist das jetzt mal der E-Mini Future, und Sie sehen den hier von 1999 bis jetzt zuletzt ins Jahr 2015. Und Sie sehen natürlich, dass der, wenn Sie jetzt hier 1999 gekauft hätten, dann wären Sie mittlerweile im Gewinn. Aber Sie hätten halt zwischenzeitlich enorme Verluste erlitten. 50%, nochmal 50%, nochmal 17%, 21%, jetzt wieder 14%. Das heißt also, dass das Schwierige ist doch, diese Phasen durchzuhalten. So, und der Wunsch vieler Investoren, ob groß oder klein, damit meine ich jetzt nicht die Körpergröße, sondern das finanzielle Polster, ist doch, dass man genau diese Phasen in irgendeiner Art und Weise verhindern könnte. Jetzt wissen wir, dass man keine Crashs verhindern kann. Aber der Mensch neigt natürlich immer dazu, sich gegen solche Dinge, die geschehen können, abzusichern. Und immer wenn das Bedürfnis nach Absicherung da ist, gibt es irgendeinen, der sagt, pass auf, du möchtest ein Risiko, was du für dich persönlich siehst, möchtest du versichern, damit dir dieses, wenn dieser entsprechende Fall eintritt, nichts passiert und ich übernehme das Risiko für dich und du zahlst mir dafür eine Gebühr.
Es gibt einige Investoren, Warren Buffett zum Beispiel, wenn wir schon mal bei dem sind, der sich gegen diese Risiken nicht absichert. Und Sie werden auch gleich erkennen, warum er das nicht tut, warum Langfristinvestoren, die es verstanden haben, lieber mit diesen Drawdowns leben, als sich dagegen abzusichern. Aber die Masse der Anleger, egal wie gesagt, ob private oder institutionelle, möchte sich gegen diese großen Markteinbrüche absichern. Und da kommen die Optionen ins Spiel, denn ich habe gesagt, Optionen sind Versicherungen und man kann sich eben mit Hilfe von Optionen gegen Preisverschiebungen oder gegen Preisveränderungen absichern. Merken wir uns ganz einfach, wie gesagt, das ist eine Grundeinführung in das Thema Optionen. Call-Optionen versichern gegen steigende Preise und Put-Optionen versichern gegen fallende Preise. Und das heißt also, wenn Sie jetzt beispielsweise befürchten würden, dass der Ölpreis sehr, sehr stark ansteigt, dann können Sie das mit Hilfe einer Call-Option machen. Sie kaufen eine Call-Option. Wenn der Preis steigt, haben Sie das Recht, Öl zu einem billigeren Preis zu kaufen. Oder Sie können eben, wenn Sie Angst haben, dass der Preis von irgendetwas, wir bleiben mal bei den Aktienmärkten, wenn Sie sagen, der S&P, der DAX, fällt eben nochmal 10%, 15%, 20%, was weiß ich, je nachdem, was Sie persönlich für ein Szenario haben. Wenn Sie sagen, ich möchte mich dagegen absichern, könnten Sie eine Put-Option kaufen und dann wären Sie versichert gegen weitere Preisrückgänge. So, jetzt gibt es auf diesem Markt drei Gruppen, die aktiv sind. Und zwar sind das einmal die, ich habe es jetzt mal benannt, wie aus der Versicherungspraxis heraus, die Versicherungsnehmer. Das heißt, das sind diejenigen, die eben Angst vor diesen Preisänderungen haben. Ich habe Angst vor steigenden Preisen. Im Euro, im Gold, im Öl, was weiß denn ich. Ich habe Angst um fallende Preise im S&P oder im DAX oder in meiner Aktie. So, dann bin ich der klassische Versicherungsnehmer, weil ich suche ein Produkt, womit ich diese Angst absichern kann, damit ich quasi meine Verantwortung zu jemandem rüberschieben kann. So, dann gibt es Spekulanten, die sagen, Mensch, ich kann ja auf diese Preisbewegungen einspringen und kann entsprechend mit diesen Versicherungsprodukten mitmachen. Und dann gibt es eben diesen Versicherer, der sagt, okay, ich übernehme das Risiko für dich, das musst du mir aber bezahlen. Ne? Und ich habe das jetzt hier ein bisschen auf das Thema Versicherung gezogen, weil ich glaube, das kennt jeder von Ihnen von zu Hause, ob Sie ein Auto haben, ein Haus, was weiß ich, alles ist irgendwie versichert. Und warum haben Sie denn eine Autoversicherung? So, weil Sie einfach Angst haben, dass Ihr nagelneues Auto, dass Sie selber gegen Baum fahren und dann ist Ihr schönes Auto weg. Also sagen Sie zum Versicherer, okay, komm hier, ich zahle dir im Jahr 1000 Euro und wenn ich mein Auto gegen die Wand fahre und es ist futsch, dann bezahlst du mir ein neues Auto. So. Und deswegen haben Sie so Ihr Haus versichert und deswegen haben Sie so vielleicht Ihr Leben versichert oder was weiß ich. Der Deutsche liebt ja sowieso Versicherungen. Und jetzt übersetzen Sie einfach mal das Wort Versicherungsnehmer in Optionskäufer und Versicherer einfach mal in Optionsverkäufer. Denn das ist die Besonderheit bei Optionen. Im Gegensatz zu Optionsscheinen, wo Sie immer nur als Versicherungsnehmer auftreten können. Das heißt, Sie können immer nur sagen, ich kaufe eine Option, die mich vor fallenden Preisen schützt. Einen Put-Optionsschein. Ich kaufe eine Option, die mich vor steigenden Preisen schützt. Einen Call-Optionsschein. Egal, ob Sie das jetzt aus Absicherungsgründen machen oder als Spekulant, was überhaupt nichts Negatives ist. Aber Sie können immer nur auf der einen Seite agieren. Sie können immer nur kaufen. So, warum sind Optionsscheine so wahnsinnig lukrativ für die Emittenten? Weil sie immer die Gegenseite einnehmen, weil sie immer sagen, okay, ich verkaufe dir das Risiko. Ich nehme dir das Risiko ab und du gibst mir eine Prämie dafür. Und jetzt könnte man sich schon Folgendes überlegen, bevor wir zu den Bildern kommen. Wenn es ein Versicherungsgeschäft gibt, was muss dann immer so sein? Kann es so sein, dass eine Versicherung zu billig ist? Also stellen Sie sich einfach vor, eine Versicherung würde dauerhaft Ihre Versicherungen zu billig anbieten. Was würde passieren? Die Versicherung würde pleite gehen. Deswegen müssen Versicherungen immer teurer sein, als was notwendig ist, um die immer mal wieder auftretenden Schäden zu versichern. Das heißt, sie müssen eigentlich zu teuer sein. Wenn wir also sagen, eine Versicherung bräuchte, um eben ihren Autounfall abzusichern. Statistisch gesehen wissen wir ja, nicht jedes Auto hat einen Unfall, sondern es wird einfach gerechnet, wie viele Autos gibt es, wie viele haben einen Unfall. Und dann käme eben vielleicht heraus, sie müssten 500 Euro bezahlen im Jahr und wenn sie das bezahlen, alle anderen auch,
dann würde man am Ende genauso viel Prämie einnehmen, wie Schaden im Jahr anfällt. So, jetzt will die Versicherung aber Geld verdienen, was ihr gutes Recht ist, und deswegen wird sie mehr verlangen. Deswegen wird sie, das ist übrigens mal so eine kleine Richtlinie, ungefähr das Doppelte verlangen. Das heißt, eine Autoversicherung, die 1.000 Euro kostet, beinhaltet ungefähr 500 Euro Gewinn für den Versicherer und nur 500 Euro wirklich für die Schadensregulierung. So, und wenn Optionen auf Versicherungen sind, dann müssen Optionen, jetzt nicht die einzelne, aber die Masse der Optionen, muss immer zu teuer sein. Und schon kommen wir dahin, auf wessen Seite wir stehen wollen. Schauen wir uns was an. Wir bleiben mal beim Beispiel Aktienmärkte. Wir sehen hier, der Aktienmarkt der S&P ist jetzt deutlich gefallen. Und was will jetzt so ein Optionskäufer, also zum Beispiel derjenige, der jetzt einen Put kauft, was will der machen? Der will sich gegen fallende Preise absichern. Der kauft jetzt eine Put-Option, weil er sich gegen fallende Preise absichern will. Ich glaube, die wenigsten haben jetzt ein Problem mit steigenden Preisen, sondern die meisten haben Probleme mit fallenden Preisen. Die Spekulanten, die haben doch schon mal einen kleinen Vorteil. Die könnten nämlich hin und her wechseln. Die können sagen, ja, ich will auch mal mit spekulieren auf fallende Preise, ich will mal mit spekulieren auf steigende Preise. Die könnten also beides machen. Der Versicherer, oder beziehungsweise was ist aber bei denen allen gleich? Egal, ob sie jetzt darauf setzen, ob es nach oben oder nach unten geht, es muss auch wirklich in diese Richtung gehen, damit sie am Ende Geld verdienen. Das heißt also, wenn sie jetzt, wir betrachten es mal aus Sicht des Versicherers, das heißt des Optionsverkäufers. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich möchte mich versichern gegen fallende Preise, wann wird der denn Geld verdienen? Doch nur, wenn wirklich die Preise auch fallen. Wenn jetzt ein Spekulant sagt, ich kaufe mir eine Put-Option, weil ich erwarte, dass die Preise fallen. Wie verdient der Geld? Doch wirklich nur dann, wenn die Preise fallen. Das ist wie wenn Sie sagen, Sie gehen jetzt short im Markt. Wie verdienen Sie Geld? Nur wenn es nach unten geht. Wenn es, das ist jetzt hier mal dargestellt an den blauen Pfeilen. Wenn es seitwärts läuft, verdienen Sie Geld? Nein. Wenn es nach oben geht, verdienen Sie Geld? Nein. Wie ist es aber beim Versicherer? Der hat das Risiko übernommen, gegen fallende Preise, das heißt, dann verliert er. Wenn es nach unten geht, verliert er. Geht es aber zur Seite, gewinnt er. Geht es nach oben, gewinnt er auch. Das heißt, der Optionsverkäufer, in Klammern Versicherer, der gewinnt in 2 von 3 Fällen der zukünftigen Preisentwicklung. Der Versicherungsnehmer, sprich der Optionskäufer oder auch der Optionsscheinkäufer, der hat von vornherein die Statistik gegen sich, denn er gewinnt nur in 1 von 3 Fällen. Das heißt, nur in 33% der Fälle gewinnt er, in 66% der Fälle verliert er. Pure Mathematik, kann man nichts dran rumdeuteln, egal wie gut Sie als Trader sind. Wenn Sie immer auf direktionale Bewegungen setzen, haben Sie die Wahrscheinlichkeiten von vornherein erst einmal gegen sich, vor allen Dingen im kurzfristigen Zeitfenster. So, bei steigenden Preisen ganz genauso. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte mich Absicherung gegen steigende Preise oder ich spekuliere auf steigende Preise. Wie verdienen Sie Geld? Natürlich, wenn die Preise steigen. Wenn die nicht steigen, verdienen Sie kein Geld. Der Versicherer hingegen schon, nämlich der verdient auch Geld, wenn es fällt oder wenn es seitwärts geht. So, und wenn wir uns jetzt mal anschauen, das Tolle an Versicherungen, sprich Optionen, ist, dass die alle eine begrenzte Laufzeit haben. Und jeder Tag, der vergeht, ohne dass etwas passiert, bringt dem Versicherer Geld. Wenn Sie also jetzt zum Beispiel eine Option haben, Optionen gibt es von Laufzeiten von einigen Tagen bis zu mehreren Jahren. Sehr häufig wird natürlich, was machen die meisten? Die handeln gerne diese kurzfristigen Optionen. Das sind übrigens die, die am allerteuersten sind, also das Beste für den Verkäufer. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe einfach Angst, dass nächste Woche, bis nächste Woche Freitag, der Markt neue Tiefs macht, und Sie kaufen sich dafür eine Absicherung. Und bis nächste Woche macht der Markt eben keine neuen Tiefs. Was passiert dann mit Ihrer Option? Die verfällt wertlos. Wer hat Geld kassiert? Der Optionsverkäufer. Wer hat es verloren? Der Optionskäufer. So. Und jetzt mal ein bisschen Statistik. Sie können das im Netz überall nachlesen, steht auch bei uns im Buch. Sie können es aber auch auf anderen Seiten nachlesen. Also es ist auch nichts, was wir uns ausgedacht haben.
Optionen sind meist zu teuer. Nicht immer. Es gibt auch Fälle, wo mal Optionen ein bisschen zu billig sind. Aber sie müssen zu teuer sein, weil sonst niemand das Risiko übernehmen würde. Überlegen Sie sich, beziehen Sie es mal auf Optionsscheine. Wenn der Emittent von Optionsscheinen keinen Gewinn machen würde, was würde der denn dann machen? Der würde das Ding einstellen. Niemand betreibt ein Geschäft, an dem er kein Geld verdienen kann. So, und je professioneller jemand ist, umso mehr würde er diesen Grundsatz beachten. Das heißt also, Optionen müssen grundsätzlich zu teuer sein, weil es sich sonst für diejenigen, die das Risiko übernehmen, nicht rechnet. Niemand macht auf Dauer ein Geschäft, was sich für ihn nicht lohnt. So, zweiter Punkt. Eine Mehrzahl der Optionen wird nicht eingelöst oder verfällt wertlos. Ungefähr so 70%. Das heißt, bei 70% dieser Optionen kommt es überhaupt nicht zum Versicherungsfall. Und wenn es der Versicherungsfall ist, dann wissen wir noch gar nicht, wie groß der ist. Ne? Sie fahren mit dem Auto gegen einen Baum, haben 500 Euro Schaden. Oder Sie fahren ein bisschen heftiger gegen den Baum und haben 500.000, das wäre schon ein sehr teures Auto, sagen wir 50.000 Euro Schaden. Ne? Das heißt also, Schadensfall heißt ja noch nicht exorbitant, kann auch klein sein. Hier ist es genauso. Allerhöchstens 30% aller Optionen werden eingelöst. Und das manchmal für ganz wenig Geld, manchmal für ein bisschen mehr. Aber die 70%, die nicht eingelöst werden, die wertlos verfallen, überkompensieren das. Das heißt, das hat einen statistischen Vorteil. Übrigens, ganz genauso funktioniert Lotto, ganz genauso funktioniert Las Vegas. Beim Roulette gibt es nur einen statistischen Vorteil für die Bank von 2,4%. Fahren Sie mal nach Las Vegas, schauen Sie sich diese Stadt an, dann wissen Sie, was 2,4% statistischer Vorteil langfristig gesehen für Geld machen kann. An der Börse ist es nicht anders. So, heißt das jetzt, dass Käufer von Optionen kein Geld verdienen können? Nein, das heißt es natürlich nicht. Es gibt sehr gute Händler, die mit dem Kauf von Optionen Geld verdienen. Auch wir kaufen hin und wieder mal Optionen, aber sowohl Käufer als auch Verkäufer von Optionen können gewinnen. Der Verkäufer einer Option hat aber einen statistischen Vorteil auf seiner Seite. Der ist mathematisch nachweisbar, der ist vorhanden im Markt und der muss auch vorhanden sein, weil es sonst das Optionsgeschäft nicht gäbe, weil sonst niemand die Gegenseite machen würde. So. Und deswegen ist es so, dass der Versicherungsnehmer, also der Optionskäufer, der spekuliert auf das Eintreten eines Schadensfalls. Aber es ist ja ein Einzelereignis. Ne? Ich sichere mich heute gegen den S&P-Einbruch ab und jetzt passiert sowas wie vor 14 Tagen und ich mache mal Gewinn. Wenn sich aber Leute schon 5 Jahre lang dagegen abgesichert haben, dann haben die auch 5 Jahre lang in Folge immer verloren. Und die haben in den 5 Jahren mehr verloren, als sie jetzt gewonnen haben. Warum? Weil es Geld kostet. So, und der Versicherer, das heißt der Optionsverkäufer, der sagt, okay, ich weiß, dass hin und wieder mal ein solcher Fall eintreten wird und dann muss ich bezahlen. Aber in der Mehrzahl der Fälle werde ich nichts bezahlen müssen. Das Geld kann ich sammeln und dann kommt mal irgendwas wieder ein bisschen raus. Natürlich in der Praxis würde man dann sogar noch eingreifen, könnte was machen, denn wir haben noch den großen Vorteil, was Ihre Versicherung nicht hat. Also wenn Sie schon am Baum sind oder auf dem Weg an den Baum, kann Ihre Versicherung nicht mehr aus Ihrem Vertrag aussteigen. Als Optionsverkäufer können Sie jederzeit aus einem Vertrag aussteigen. Also wenn es brenzlig wird, können Sie sich quasi mit einem blauen Auge davon machen und können sehen, dass Sie aus dem wahrscheinlich großen Unfall nur ein kleiner für Sie persönlich wird. So, und deswegen ganz klar, überlegen Sie es vom logischen Standpunkt aus. Wer muss auf Dauer gewinnen? Und das ist die Masse der Optionsverkäufer. Das heißt, wenn wir 2 Gruppen haben, Optionskäufer, Optionsverkäufer, dann muss die Gruppe der Optionsverkäufer der Gewinner sein. Es kann nicht anders sein. Warum machen das die meisten nicht? Wird es der ein oder andere fragen? Ganz einfach, weil es langweilig ist. Versicherungsgeschäft ist langweilig. Immer nur ein bisschen Prämie einnehmen, ne? Keine Überrenditen, keine 100% im Jahr, keine 500%, nie eine Apple-Aktie, die 10.000% macht, nie einen Jackpot, nie einen großen Gewinn im Roulette in Las Vegas, sondern immer nur 5 Euro da, 50 Euro da, 50 Euro da, 50 Euro da, Eichhörnchen-Trading. Aber letztendlich ist es das, was Sie an der Börse zu den Gewinnern macht. Dieser Jackpot, wie viele Leute kennen Sie denn, sind Sie mal ehrlich, wie viele Leute kennen Sie denn, die an der Börse wirklich mal einen Jackpot gemacht haben? Da sagt mal einer, ich habe jetzt mal 1000% gemacht
oder 900% oder irgendwas. So, und dann fragen Sie mal, wie viel hast du denn Geld eingesetzt? Sagt er, 1000 Euro. Sag ich, ja, super, dann hast du jetzt 10.000 Euro. Das ist ja schon ein toller Gewinn, ne, wenn man aus 1000 10.000 macht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, langt denn das, um für sein ganzes Leben jetzt in die Karibik zu gehen, am Strand zu liegen? Wahrscheinlich ja eher nicht. So, und wenn der 10.000 eingesetzt hätte oder 100.000, würde man, wie oft macht er denn das, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert? Wie oft kann man denn das machen? Es ist wie Lotto spielen. Ne? Da haben Sie wenigstens noch die Chance, mit 5 Euro mal, was weiß ich, eine Million zu gewinnen oder 5 Millionen. Aber wie viele Leute kennen Sie denn, die im Lotto gewonnen haben? Sie persönlich. Also ich kenne keinen. Und selbst wenn es einer mal schafft, wenn einer mal den Jackpot macht, wie ist denn das für Sie persönlich reproduzierbar? Gibt es da einen Weg? Hat er seine Zahlen besonders toll angekreuzt? Hat er eine besondere Methode gehabt, um die Apples zu haben? Die Leute erzählen immer, ja, ich habe mit dieser einen Aktie so einen riesen Gewinn gemacht, ich bin so ein geiler Trader. Dann fragen Sie ihn doch mal, wenn du so ein geiler Trader bist, wo sind denn dann die nächsten 20 Aktien, mit denen du denselben Gewinn gemacht hast? Und wenn er die nicht hat, dann war es nur eine einzige Sache, warum er mit der einen Gewinn gemacht hat. Es war Glück. Es war reines, pures Glück. Und Glück, ob das ein statistischer Vorteil ist, das wage ich schon mal eher zu bezweifeln. So, also nochmal kurz Vorteil. Und das ist also einer der Vorteile, den Sie an der Börse haben können. Das heißt, über den Verkauf von Optionen. Der Verkauf von Optionen ist etwas, was nur sehr, sehr wenige Händler machen. Und ich weiß es schon, wie einige zu sehr dann wahrscheinlich sagen werden, ah, das ist ja hochriskant, das ist ja hochriskant und da kann so viel passieren, da kann man so viel Geld verlieren. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe mehr Leute Geld verlieren sehen mit sicheren Strategien als mit dem Verkauf von Optionen. Was es aber natürlich ist, man kann nicht hergehen, kann sagen, Mensch, Verkauf von Optionen, tolle Sache, fange ich morgen an und übermorgen bin ich reich. Ne? Das ist dann wieder so eine falsche Erwartungshaltung. Aber es ist ein Weg, um das, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich diese drei Punkte, den Markt schlagen, oder andersrum, Gewinne machen, den Markt schlagen und das Ganze reproduzierbar machen. Was man mit dem Verkauf von Optionen erreichen kann, man muss es natürlich lernen, man muss das Handwerk lernen, das ist ganz klar. Aber wenn Sie bislang unzufrieden sind mit Ihrem Trading, dann überlegen Sie mal, was haben Sie denn für einen persönlichen Vorteil? Und Ihr persönlicher Vorteil kann es nicht sein, dass Sie sagen, ich gehe long, wenn der eine Moving Average den anderen schneidet oder wenn der MACD das macht oder wenn diese Fibonacci-Unterstützung da ist. Das ist kein Vorteil. Das macht jeder. Das machen tausend andere mit Ihnen und die haben genau die gleichen Ergebnisse wie Sie. Das heißt, wenn Sie nicht zufrieden sind, müssen Sie etwas machen, was die Masse nicht macht, weil sonst haben Sie die Ergebnisse wie die Masse. So, damit Sie sehen, dass das auch in der Praxis funktioniert, weil ich kann Ihnen ja viel hier erzählen, mache ich Ihnen ein Angebot. Und zwar, wir haben bei uns in der Firma einen Optionsbrief für unsere Kunden. Der erscheint immer mittwochs. Das ist ja die aktuelle Ausgabe von gestern. Beziehungsweise, wenn Sie die Aufzeichnung anschauen, also vom Mittwoch, dem 9.9. Und ich mache Ihnen jetzt hier als Zuschauer der IB Days folgendes Angebot, nämlich, Sie können die nächsten 4 Ausgaben kostenfrei kennenlernen. Das heißt, Sie machen kein Abo, Sie müssen uns keine Bankdaten geben, überhaupt nichts. Wir schicken Ihnen, Sie schicken mir einfach eine Mail, beziehungsweise in meinem Büro, schreiben einfach rein, Stichwort Optionsbrief, IBD oder einfach hier zugesehen beim Vortrag, irgendwas, schreiben Sie einfach kurz mit rein. Sie schicken das an info@optionsstrategien.com und dann schicken wir Ihnen in den darauffolgenden 4 Wochen diesen Optionsbrief zu. Wir geben diesen Optionsbrief seit 2011 heraus. Wir haben jedes Jahr mit Gewinn abgeschlossen, jedes einzelne Jahr. Und jeder dieser Trades, den wir machen, sind keine Empfehlungen, wo wir sagen, das könnte man mal machen, sondern sind konkrete Trades, die wir selber handeln. Und wir machen jeden Donnerstag ein Webinar, immer donnerstags 18 Uhr für alle Abonnenten, wo wir Ihnen in einem realen Konto zeigen, dass wir diese Positionen handeln, wie wir sie handeln. Das sind ganz klare, nachvollziehbare Dinge. Und uns geht es auch nicht darum, dass unsere Kunden diese Trades nachhandeln, sondern wir wollen Ihnen einfach nur zeigen, wie man mit dem richtigen Handwerkzeug, mit dem richtigen Regularium das Ganze, jetzt piept's, wie man das Ganze entsprechend anwenden kann. Ganz kurz noch, hier unsere Kontaktdaten, www.optionsstrategien.com. Es gibt einen YouTube-Kanal Optionshandel mit ganz, ganz vielen Themen und Sie finden uns auch auf Facebook. Ich möchte mich bedanken für die Stunde Zeit, die Sie mir gegeben haben hier und freue mich darauf,
Sie vielleicht mal bei einem Seminar oder bei einem Vortrag oder auch hier in den nächsten Tagen bei den weiteren Vorträgen zu sehen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei den Vorträgen der Kollegen heute hier, heute und auch morgen und am Wochenende. Ihnen alles Gute für die Zukunft und denken Sie daran, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Vielen Dank, Servus, bye bye.